gesehen, direkt oberhalb von mir, Salome aus Frankreich. Geben dir einen großen Applaus, damit sie motiviert ist. Danke vielmals. Dann sehen wir weiter noch, oberhalb von uns, die 90 Meter Line. Der Tim, geben auch ihm einen großen Applaus. Das geht noch weiter zu. Ihr seht, die Athleten sind am Start. Und die ganz lange, 220 Meter lange Line, sehen wir den Diamond, auf der LEDs sogar beleuchtet, am Balancieren. Das Slackline, wir sind alles ein Team, das Activity, das ist schwierig. Geht doch schnell auf Instagram und schaut euch das Activity und holt euch die Race. Wir können die Unterstützung in der Gruppe. Und jetzt übergebe ich euch Samuel Bolleri, Rekordhalter. Oh, so viel Rekord, ich kann die gar nicht alle da jetzt aufsagen. Der wird ein Gespräch suchen mit einem von seinen Athleten und ihn herausfordern. Ja, hallo Zürich. Ich bin vorher selber gerade auf der Heile oben gewesen. Das kann ich von unten kommentieren. Und auf der mittleren Slackline, da ist der Team Odermatt aus der Zentralschweiz und er wird nicht nur auf dieser Highline laufen, sondern er wird auch in Kürze ein paar der spektakulärsten Tricks vorzeigen. Und der Team, das ist nicht einfach irgendein Highliner, sondern bei der letzten weltweiten Competition hat er die ganze Szene dominiert. Also es ist wirklich ein von den weltbesten Highlinern, die ihr hier oben sehen könnt. Und er wird euch sehr bald ein paar von den spektakulärsten Tricks zeigen, was es überhaupt gibt auf der Highline. Sehr muss er wahrscheinlich mitlaufen, tut er sich einwärmen und dann tut er mit einfachen Bounce-Tricks anfangen, um ein bisschen zu fühlen, wie sich die Line anfühlt. Und sobald er eingewärmt ist, wird es eine richtig crazy Show geben. Thank you.
Thank you.